Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Wurde, ich weiß gar nicht wann genau, jetzt schon ein paar Monate her gesagt, dass im September mal Gespräche begonnen werden sollten über eine mögliche Vertragsverlängerung. Wie sieht es denn aus? Haben die begonnen und wie ist die Situation? Okay, die Frage wurde mir heute schon mal gestellt. Toni Mühlau ist jetzt her ungefähr, wo ich dich zum ersten Mal angerufen habe, auf dem Weg nach Salzburg. Und da habe ich damals einen Co-Trainer gesucht für die U20. Und das war unser erstes Gespräch, ich glaube, 5 Jahre Oktober 2016. Oktober 2016, also. Und seit diesem Punkt, das kann ich von meiner Seite ganz offen und ganz mit völliger Überzeugung sagen, haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Ich würde es fast ein freundschaftliches Verhältnis nennen, das wo sehr offen und sehr ehrlich ist. Das ist einmal Punkt 1. Wir haben uns bereits getroffen, ich glaube es war im Oktober, bei mir zu Hause, dass wir in Ruhe uns unterhalten können, dass nicht immer irgendjemand uns stört. Und da haben wir vereinbart, wir werden uns wieder unterhalten nach dem Deutschlandcup. Wir haben beide irgendwo unsere ersten Schritte in diese Richtung, wo könnte es hingehen, der Toni wie auch wir. Ich spreche ja dann für den Verband. Und da haben wir uns beide gesagt, der Toni kann gerne dann auch was dazu sagen, dass wir keinen Druck haben. Also wir kennen die Situation, wir wissen, dass wir eine sehr, sehr aufregende Saison haben mit Großereignissen. Wir werden den richtigen Zeitpunkt finden, aber wir werden immer transparent, offen und ehrlich miteinander umgehen. Und, da wird es auch jetzt keine Wasserstandsmeldungen geben oder sowas. Wir sind im Austausch, ja. Ich glaube, wir sind beide nicht abgeneigt, aber wir haben jetzt Oktober. Dann haben wir einen Deutschlandcup und das, glaube ich, steht jetzt im Vordergrund und danach unterhalten wir uns wieder. Also ich bin offen für alles. Wie gesagt, wir haben uns ausgetauscht und ein paar Ideen, wie heißt es, ausgesprochen. Und mehr dazu kann ich eigentlich nicht sagen. Es ist so wichtig jetzt, dass wir einfach Zeit haben, Ruhe haben für den Deutschlandcup jetzt. Und wenn die Deutschlandcup und die Analyse vorbei ist, dann setzen wir uns wieder zusammen und dann schauen wir. Aber ja, als eine konkrete Antwort, ja, ich hätte es auf alle Fälle Interesse.